Ivan, die ersten Spiele liegen hinter uns. Einfach mal ein kurzes Fazit der bisherigen Saison. Ich denke mal, wenn wir die Umstände, unter welche wir gearbeitet haben, durch die Sperrung der Halle berücksichtigt, haben wir eigentlich einen guten Start hingelegt. Sicherlich bin ich der Meinung, dass wir ein oder zwei Siege auf der Habenseite mehr hätten haben müssen, trotz den Umständen. Und wir werden jetzt, wo wir zurück in unsere Kiawaumannam Arena gekommen sind, werden wir gucken, dass wir uns ein bisschen stabilisieren und mehrere Siege einfahren. Am nächsten Samstag kommt aus meiner Sicht ein schwerer Gegner. TVI Ibbenbüren schlägt bei uns auf. Wir haben leider zwei Niederlagen im Gepäck. Wie bereitest du das Team vor? Ich denke mal, dass wir die Niederlage gegen Bonn sehr gut aufgearbeitet haben und uns aber auf die positiven Sachen konzentriert haben, die wir in das Spiel gegen Ibbenbüren mitnehmen wollen. Wie du schon gesagt hast, kommt ein sehr guter, starker Gegner zu uns, die meiner Meinung nach unerwartet sich da auf der Tabelle befinden, weil der Kader ist eigentlich gut, aber die Rhythmus noch nicht gefunden haben. Das ist eine Mannschaft, die 40 Minuten kämpft. Das haben die im letzten Spiel gegen Delmenhorst gezeigt, wo die 18 Punkte Rückstand aufgeholt haben und zu Sieg umgewandelt haben. Ein riesen Respekt dazu und natürlich, wir haben Respekt von denen, aber natürlich, wir glauben an unsere Stärken und da wollen wir auch am Samstag den Hebel umsetzen, um den Sieg einzufahren. Wir haben ja eine relativ kleine Rotation. Leider fällt jetzt auch noch Christian Fockenberg aus. Glaubst du, dass wir mit dem eigentlich jetzt sehr schmal aufgestellten Kader mithalten können, 40 Minuten lang? Ja, das müssen wir. Bleibt uns ja nicht anderes übrig. Natürlich arbeiten wir im Hintergrund an die Alternativen, um die jetzige Situation besser darzustellen. Da sind wir auch positiv der Dinge, dass wir da zu Erfolgen kommen werden, was das betrifft, und dass wir unseren Kader wieder auf 10 Mann hochschrauben können, um einfach ein normales Trainingsbetrieb 5 gegen 5 veranstalten zu können. Du hast einen Spieler mitgebracht, den David, zum ersten Mal in der Saison in Dorsten aktiv. Für uns, David, wie motivierst du dich? Erstmal, ich liebe Basketball. Das ist mein Lieblingssport. Und das ist, was richtig ist für mich. Auch spielen bei unserem Team, bei unserem Trainer Ivan. Basketball macht Spaß. Und das ist was du musst haben, wenn du spielst Basketball. So, Spaß und meine Lieblings zum Basketball. Hast du auch Vorbilder im Basketball? Ja, ich komme aus New York und mein Lieblingsspieler ist Carmelo Anthony. So, ich immer gucken, was er macht auf dem Feld, und ich mag lernen von gucken. Ja, so. Was wärst du geworden, wenn du wohl kein Basketballer geworden wärst? Ich will trainieren. Basketball trainieren. Okay. Oder Baseball. Auch du hast ja zwei Niederlagen leider im Gepäck. Wie motivierst du dich und dein Team für Samstag? Wie wollt ihr das Spiel angehen? Wie wird euch der Trainer einstellen? Ja, am Montag, wir haben alle gesprochen und wir hatten ein gutes Training am Montag und heute, wir haben unser neuer Spieler. Und es ist nur ein Tag, Mittwoch Training, Donnerstag Training, Samstag Spiel. Und ja, jeden Tag, wir müssen besser sein und zusammenarbeiten. Ich höre bei euch beiden großen Optimismus raus. Die Punkte bleiben in Dorsten. Definitiv. Schönen Dank. Gerne.